Moin, hier ein nächstes kleines Video über eine Loot-Party. Ich werde diesmal 48 von den Würfelchen öffnen. Hier sind welche drin und in meiner Kiste nochmal. Das Übliche. Ich wollte eigentlich 50 machen, aber da ich diesen Harringtons unterwegs noch gefunden habe und ich den nicht mehr in die Kiste unterbringe, ging es nun mal nicht anders. Okay, 48 Stück, wie üblich. Akt 1, alles T2 gefarmt. Mal gucken, ich suche immer noch eigentlich einen besseren Ring als diesen hier, auch für meinen Mage. Deswegen schau mal, ob ich endlich mal was Vernünftiges finde. Eins. Zwei, okay. Den Quetzerquattel habe ich auch gefunden während des Farms. Ah, es reicht nicht. Drei, vier, Alles leer. Ja, sieht gut aus. Also, wenn ich mich nicht ganz arg verzählt habe, sollten das vier Legendaries sein. Dann wollen wir das mal zusammensammeln. Vier von den Portalsteinen hatte ich gehabt am Anfang. Mal sehen, wie viel das werden. Unterwegs habe ich natürlich auch hier schon jede Menge gesammelt. Die habe ich dann aber schon mal in die Kiste untergebracht, damit ich die nicht da im Inventar drin liegen habe. Mal schauen. Ich kann auch noch nicht erkennen, was das für Legendaries sind bis jetzt. Also deswegen. Mal gucken. Ah, ein Amulett auf jeden Fall schon mal. Ich mache eigentlich alles weg, was gelb ist, bis auf Amulette und Ringe. Das gucke ich mir vorher an, ist aber auch nichts. Also bei 48, ich habe schon lange nicht mehr den Ring gefunden. Da sollte vielleicht noch was drin sein, mal sehen. Ja, die Armschienen, schade. Und der Ring, jawohl! Sehr gut. Ich habe da noch einen Legendary rumliegen. Mal sehen, was das so ist. Das ist auch ein Ring. Jawohl. Oh, zweimal den Ring. Schickes Ding. Ach, überlastet. Nee. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn das ein anderer Ring wäre, aber müsste man halt mal sehen.
jede Menge von den blauen auch wieder gefunden, von den Geiserkernstaub oder so. Kann man immer gebrauchen. Gelbe mache ich ja sowieso durch das Verschrotten. Ja, es ist der nochmal! Geil! Zwei Ringe! Cool. Und auch. Ach, jetzt habe ich die. Egal. Naja, die Arkan. Quatsch, die Blutsplitter, die kann man ja eigentlich auch nochmal verballern. Mal sehen, ob ich da was rauskriege. Boah. Nicht schlecht. Nee. Nee. Genau 100. Cool. Tja, wo packe ich die denn hin am besten? Ich glaube da erstmal. Ist ja wurscht. Dann gehen wir die hier noch verkaufen. So, da wollen wir mal gucken. So, das Amulett. Schrott. Kein Elementarschaden drauf. Die Armschienen. Ja, benutze ich eh nicht. Also, was soll ich damit? Und jetzt, mal gucken. Oh. Aber Crit-Schaden ist schon mal drauf. Da könnte man noch Crit-Chance drauf machen. Dann wäre es ein Trifactor. Hm, schon mal nicht so schlecht. Ah, das ist wieder scheiße, da ist nichts drauf. Ah, das ist doch schon mal echt nicht verkehrt. Also, da kann man sagen, was man will. Da hat sich das wohl erstmal gelohnt. So, dann gucken wir hier nochmal. Ashara, wir brauchen immer noch Handschuhe und Kopf. Nichts dabei. Auch wieder nix. Nicht so schüchtern. Man kann nicht immer gewinnen. Ich habe schon Besseres überlastet. Auch nix. Diesmal ein paar blaue dabei. Aber nichts dabei. Ja gut, man kann ja nicht alles erwarten, ne? Also wenn da jetzt noch die Taskers gefallen wären, dann... Ja! Also ein guter Ring ist dabei. Das ist dieser hier. Der hat wenigstens eins von den beiden drauf, also Crit-Schaden. Da kann man Crit-Chance drauf machen, Leben pro Treffer, dann ist das ganz in Ordnung. Und der andere, ja gut, ich habe auf jeden Fall zwei, da kann ich einen dem Mage geben, da ist es nicht so wichtig, was da für Werte drauf sind. Und den anderen Krempel kann ich hier erstmal so reinpacken. Das Ding wird gleich verschrottet auch nochmal. Brauche ich nicht. Und die Armschiene auch, brauche ich auch nicht. Ist auch kein Inventarschaden drauf, nix. Gut. Das war's erstmal soweit. Ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss.